Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Planet Crafter. So heißt das Spiel. Fiel mir gerade nicht mehr ein, weil ich wieder an irgendwas anderes gedacht habe. Ich guck mal gerade. Ich habe noch ein paar reingeworfen. Ich werfe jetzt noch hier einen Schwung an. Und dann. Nee, so wird es nix. Würde das eigentlich funktionieren, Nina? Nö. Da würde nichts Gescheites bei rauskommen. Hatte ich die Roten schon drüben? Hatte ich die Roten schon? Nee, ne? Nee. Also, rot. So sieht rot heutzutage aus. So, dann gehen wir jetzt nochmal rüber. Zum. Wo gehen wir hin? Wasserfall? Wir gehen zum Wasserfall. Hallo. Ich glaube nicht, dass es die Grünen im rosa Pilzbiom gab, oder? Können wir das mal. Können wir auf Mission gehen? Ich habe eine Sauerstoffflasche dabei. Ich hole mir noch eine Sauerstoffflasche und dann mache ich diese Blöbbels hier weg. Ich weiß ja nicht mal mehr. Ich weiß ja nicht mal mehr, wo die sind. Könnt ihr auf die Karte gucken. Ich sehe den blauen Plöppel gar nicht. Den blauen Plöppel. Sauerstoff wollte ich. Wir haben eine Mission. Und der ist jetzt in diese Richtung. Wenn ich rübergehe, ist er in diese Richtung. Hä? Ja. Den habe ich ja weggemacht. Und wo ist er hier? Der ist hier hinten. Ja. Wir machen jetzt ja diese Plöppel weg. Oh. Hallo. Ach, der war bei der einen Höhle, richtig? Nee, die brauche ich nicht. Nee. Aber die war nicht hier, die Höhle. Das war die eine Osmium-Höhle. Was ist das? Stein. Natürlich jetzt alles. Da war ich noch, als es nicht unter Wasser war. Blub. Wurde das eigentlich erst nachträglich so hoch unter Wasser gesetzt? Ich kann mich nicht erinnern. Kann mich nicht erinnern, dass ich hier schon so früh war, dass noch kein Wasser drin war. Ich dachte, hier wäre schon Wasser gewesen. Hier. Aber hier unten noch nicht. War ich da so früh da? Habe ich hier eigentlich noch eine Basis stehen, die, ne? Doch, nee, habe ich die weggemacht? Ich will nur mal kurz gucken, weil wenn ich keine mehr hier stehen habe, dann kann ich es ja hier drüben hinmachen. Hatte hier mal einen und da war ja auch ein Teleporter drin, aber ich glaube, ja, die habe ich weggemacht. Dann stelle ich das mal hier rüber. Oh, da hinten sieht man unseren Turm. Guck mal. So, und wo ist das zweite? Da hinten irgendwo. Irgendwo. Weiß nicht mal, was das genau war. Was habe ich denn braun markiert? So nützen die Markierungen auch nicht viel, wenn man nicht mehr weiß, was es markieren sollte. Aber wie gesagt, ich.
Man braucht eigentlich keine Markierungen. Zu Beginn ja. Da kannte man sich noch nicht so aus, aber jetzt mittlerweile, wenn man dann mal wieder drin ist, weiß man eigentlich ungefähr, wo was ist. Oder zumindest, wie man hinkommt. Die Höhlen sieht man ja mittlerweile auch auf dem Bildschirm. Und sie nerven mich einfach nur in meinem... Also das ist voll komisch. Teilweise ist es ja so, dass ich gerne so Markierungen auf der Map habe, wie bei Grounded zum Beispiel. Und da kannst du die halt mit einem Shortcut... Oh, jetzt bin ich hier. Ach, hier war das. Kannst du ja mit einem Shortcut wegblenden. Das finde ich okay. Finde ich vollkommen... Oh Gott. Das finde ich vollkommen okay. Darf du behalten. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Weil in manchen Games siehst du das. Da gibt es halt dann die Option, ob du es sehen möchtest oder nicht. Und dann gibt es aber wiederum Games, bei denen ich das gerne hätte. Nur um mich zu orientieren, wo ich hin muss. Und die Games haben das meistens nicht dran. Also irgendwie ist es egal, wie man es macht. Macht man es falsch, ne? Oh, schon wieder? Am besten wäre es immer, wenn es die Funktion hat. Und man kann selber wählen, ob man es sehen möchte oder nicht. Weil manchmal ist es schon wirklich hilfreich. Du schlägst nur ein. Sind die hier noch von letztem Mal? Der ist weiter drüben. Oh, hallo. Ich kann da eh noch nichts machen, weil da liegt eh wieder Stein drauf. Von daher... Wo waren denn die letzten? Hier hatte ich doch mein Ding stehen, ne? Ja. Und der letzte war hier irgendwo. Liegt da noch was? Nee, ich glaube mittlerweile, weil es schon so lange her ist, ist es mit Sicherheit despawned. Weiß aber nicht, wo der andere geblieben ist. Wir waren ja hier unten. So, jetzt kann ich mal suchen. Warte mal, wo sind denn so Steine? War das mittendrin? Warte. Dunkel. Was ist das hier? Ah, das war das Ding da in einem neuen Gebiet. Ja, stimmt, da hatte ich auch mal sowas hingestellt. Ich weiß gar nicht, wann das im Gebiet hier hinzugefügt wurde. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das auch dahingestellt hatte, ja. Jep. Cool wäre es, wenn ich hier noch eine Schmetterlingslarve finden würde. Da ist doch noch so ein gelbes Ding. Wieso ist da jetzt noch so ein gelbes Ding? Was soll das? Hier ist es. War jetzt Zufall, dass ich es gefunden habe. Habe ich jetzt nur gefunden, weil ich schon über das komische gelbe Ding da geredet habe, wo ich wegbauen möchte. Ansonsten hätte ich das hier nie gefunden. Muss mal kurz zur Basis, um zu gucken, in welchem Gebiet das ist. Oder in welche Richtung, besser gesagt. In welche Richtung? Warte mal, hier ist, glaube ich, zu, ne? Wir müssen hier. Hier ist unser Teleport. Ja, aber ich habe hier nichts Grünes gesehen. Das würde ja auffallen. Geh mal zur Basis. In die Richtung ist das. Okay.
Habe Durst. Ja. So habe ich eigentlich schon wieder so eine komische. Nee, du musst erst hier rein und dann da rein. So habe ich jetzt schon wieder so eine komische Larve mitgenommen. Das ist eine ungewöhnliche, die wollte ich doch gar nicht. Nimm einfach alles mit, was nicht in gemein ist. Und das Ding sieht aus wie das, wo Zeolit hier unten dran hängt, ne? Ja. Muss dann trinken. So. Mampfen kannst du später. Habe ich da hinten irgendwo einen Satelliten, wollte ich was sagen? Ja, habe ich bei Schwefel. Warte mal. Hier rein. Beim Schwefel habe ich einen. Es wird aber nicht das sein. Wo ist es jetzt? Ich finde es nicht mehr. Hä? Jetzt habe ich es auch gesehen. Wo ist denn das? Bei der Legierungshöhle? Oder hinten? Ah, das könnte vielleicht hinten sein, in dem anderen Biom, wo dieser Bunker unten war. Das könnte sein. Da hinten haben wir auch noch keinen Teleporter stehen. Und brauchen wir da hinten einen Teleporter? Eigentlich nicht, ne? Warte mal, ich gehe kurz mal hier rein. Das müsste der Bunker sein, ja. Das müsste der Bunker sein. Oh Gott. Ändert nicht viel mit dem Licht. Wir versuchen da oben jetzt einfach mit dem Jetpack runter. Also, ich sehe wirklich nichts. Also hier schon, aber auf der Seite absolut nicht. Ja. So. Wir sind frei von solchen Signallichtern. Hier hinten sieht es halt auch so schön aus. Das ist einfach so toll. Ist das? Also, das sah oben gerade so blau aus. Kann ich kurz mal Luft holen? Ist hier was drin? Nö. Ja, hier haben wir... Hier haben wir auch noch was. Oh, sieht schön aus. Komm, wir gehen. Hier hinten gibt es ja, glaube ich, keine neuen Raupen. Raupen. Ich sag schon wieder Raupen. Larven. Zumindest habe ich hier keine gefunden. Schon gar keine grüne. Wenn, dann spawnen die normalen bei mir, ja. Und natürlich wieder gemeine. Das war schon klar. Bist du? Du bist ein anderes. Oh nein. Ist das Rote wieder da? Geh weg! Hilfe! Ich sterb doch, wenn mich das trifft. Bitte nicht. Ich nehme mal zur Sicherheit. Das haut mich sowieso komplett runter, aber... Ist das Rote wieder am Himmel? Ja, das ist wieder... Warum ist das so? Ist das eine Spielmechanik, damit dieser Regen stattfindet? Oder was heißt das hier?
Was ist das? Das ist nur, wenn die Superlegierung kommt. Ist das so eine Spielmechanik, damit dieser Regen stattfinden kann? Oder hat es irgendeine Bedeutung? Ist das irgendein Raumschiff, ein Planet, ein was weiß ich was, was vorbeikommt und das da abwirft? Guck doch mal an. Jetzt ist es wieder weg. Verrückt. Ich brauche keine Superlegierung. Die Farben sehen total cool aus. Aber vor allem dieses Farbengemisch zwischen Grün und diesen Rosatönen. Das sieht schon geil aus. Baum. Lassen Sie mich bitte. Können die aufhören? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, ich muss den einen nochmal rausmachen. Okay, pass auf. Welcher war das? Machen wir jetzt. Pass auf. Muss ein großer sein. Was bist du? Nein. Du könntest es sein, ne? Mach den mal kurz raus. Und wieder rein. Wie sieht's aus? Nee. Ich meine, das sieht ja eigentlich voll cool aus, ne? Und das da würde mich auch nicht stören. Aber irgendwie ist das hier so nah beieinander. Wisst ihr? Und nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Gar nicht, wo ich noch hier in der Nähe vor allem. Aber das, nee. Ich meine, klar streuen die wesentlich weiter, wie der Radius ist. Ich weiß nicht, ob es das wahr wendet. Lassen wir es einfach so. War's das? Nee, das war's nicht. Aber das sind auch nicht die. Das müssen die anderen sein, oder? Das sind nicht die, die ich gerade gedacht habe. Das müssen die anderen sein. Ach komm, lassen wir. Ich bin kleinen Wald hier vorne. Ist doch auch okay. Weil ich finde eigentlich, an diesem Baum hier, der hier, wo so rein wächst. Oh, der hat da unten so eine blaue Blüte. Und diesen hier, finde ich eigentlich voll cool platziert. Wäre schon fast schade, wenn die weg wären. Vor allem, das habe ich letztens gesehen erst, guck mal. Wenn du von... Nee, warte, guck mal nicht, warte. Wenn du von hier vorne kommst, dann siehst du hier dazwischen dieses schöne Grüne. Das ist voll cool. Und dahinter war immer dieser Wasserstreuer, Blumenstreuer, Wasserdingsbum. Siehst du das? Das sieht voll schön aus. Das finde ich gut. Finde ich echt gut. So, wie sieht es mit dem Seidending aus? Weil ich muss doch tatsächlich ein bisschen... Nehmen wir das alles mit. Wir machen Stoff. Du, 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 du. Njong. Falsche Ecke. Njong. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. So, dann haben wir hier ein paar hingemacht. Dann machen wir. Können hier auch welche hin? Hallo? Und? Noch mal ein bisschen weiter runter. Hat man noch die da. Die habe ich schon drüben drin und das ist ja das da, ja. Kann man die auch? Ich meine, das ist eine Bienenlarve. Ich bin neugierig.
Tatsächlich. Aber die machen wir nicht hier rein. Oh mein Gott, sehen die schön. Der sieht so schön aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warte mal, das ist diese rosa-grüne. Die da und die haben wir eh rosa-grün und die total freakige. Rosa-grün und total freakige. Rosa-grün. Rosa-grün, rosa-schwarz. Rosa-grün, rosa-schwarz. Rosa-grün, rosa-schwarz. Die da fehlt uns noch. 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 Rosa-grün, rosa-schwarz. Die Abstrius. Weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die fehlt uns noch. Schwarz. Abstrius. Und. Nö, hab ich, ne? Okay, gut. Fehlen uns hier keine. Und die Galaxy könnten wir nochmal. Weiß nicht, ob wir die nochmal hinkriegen. Aus welchen habe ich denn die rausbekommen? Aus diesen ungewöhnlichen oder aus den gemeinen? Waren die aus den gemeinen? Doch, das waren noch die hellblauen. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. Die waren die hellblauen. Dann fehlen noch die dunkelblauen. Oh mein Gott, jetzt wird es langsam kompliziert. Kann ich nochmal eine gemeine machen? Was seid ihr? Ihr seid die roten. Eine gemeine. Jung. Das tue ich erstmal wieder hier rein, weil ich habe noch keinen. Nee. Dauert ein bisschen. Wollen wir einen zweiten aufstellen? Aber der steht da hinten so schön, ne? Nee, wir warten einfach. Aber cool, dass das hier so drin liegt mit den Seidenraupen. Und vor allem wie diese. Ich sag mal, diese Fäden so zu sehen sind. Voll cool. Voll schön. Ach, wieder eine ungewöhnliche. Wieder eine ungewöhnliche. Ich will eigentlich die anderen haben. Okay, jetzt haben wir eine dunkelblaue. Die fehlt uns auch noch. Wir können nur noch. Wir können. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Das. So, aber ich muss die jetzt noch mal hier mit reinmachen, weil ich habe noch keinen weiteren Stoff. Wir könnten mal gucken. Was braucht der Dünger? Algen, Schwefel, Aubergine. Oh, die Auberginen. Immer hoch. 1, 2. Bräuchten wirklich mehr Auberginen-Dinger. Ja, ich könnte die Dinger bauen, da wo sie schneller wachsen. Nur das Problem ist, das nützt mir nichts, wenn ich vergesse, die zu ernten. Schwefel? Schwefel. Brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und was war's noch? Ah ja, diese Algendinger. Das ist schon leer. Dann nimm mal kurz alles mit, was du tragen kannst. Hier war nur. Hier ist was falsch. 1, 2, 3. Eins habe ich schon. 1, 2. Perfekt. Nimm einfach das mit runter. Klopp. So. Oh, was sind denn das für? Hatte ich noch nicht, oder? Das ist ein anderes Rot. Gott, so langsam muss ich mir aufschreiben, was ich hatte und was nicht.
Und so langsam müssen wir auch mehr von. Oh, die müssen wir auch noch machen. So langsam müssen wir. Ich habe keinen Stufe 2 Dünger, weil da brauchen wir Stufe 1 Dünger. Das sind die anderen. Brauche ich auch eine Stufe 2 Dünger, verdammt. Wir müssen ein bisschen Dünger herstellen. Also noch mehr als jetzt gerade schon. Warte mal, mach mal die beiden rein und vergleich die mal. Oh, das sind wirklich rote. Und das sind jetzt wirklich rote. Oh, wie schön sind die denn? Okay, also aus den Gemeinen bekommt man tatsächlich noch mehrere raus, die gar nicht da in dem Ding dargestellt, dargestellt werden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Dinge, wo ich Schmetterlinge reinmachen kann. Ich möchte mehr solche Dinge, wo man draußen hinstellt. Aber da. Oh, ich habe eine seltene wiedergefunden. Aber da. Die Biene. Aber da muss ich erst noch einen Dünger herstellen. Kommen da jetzt halt lauter komische? Hatten wir die schon? Boah, ich weiß nicht mehr, was wir schon hatten und was nicht. Liani. Ich glaube, ich muss erstmal die ganzen Larven wieder hier reinpacken und dann so nach und nach sortieren, was wir schon hatten und wo. Ich will die nur mal kurz hier sehen. Nee, die hatten wir noch nicht, oder? Ich glaube, das muss ich echt mal machen. Dass ich dann die ganzen Larven wieder rausmache, mal sammel und dann so nach und nach guck, welche ich schon hatte, welche ich doppelt habe und dann. Weil sonst, ich komme mit den Namen nicht klar. Wie viel gibt's denn, sag mal? Es sind doch schon so viele gerade. Ich guck mal, was dieses Ding braucht. Das da hier. Dieser Bauernhof im Freien. Oh, der braucht 2 Bienen. Okay, Stufe 2 Dünger. Wir müssen einen Dünger herstellen. Das heißt, erstmal normalen herstellen, weil Stufe 2 Dünger braucht logischerweise einen Dünger. Ein Dünger, Algen, Kürbis, Methan. Das sollte kein Problem sein, alles. Aber wir holen jetzt da gerade mal erst noch die Algen. Hui. Nein. War hier noch was? Nee. Wie viel Platz habe ich noch? 5, 6, 7. 1. 2. 3. 4. 5. Perfekt. Ich mache erstmal kurz den Schrank oben voll und dann tauche ich nochmal auf der anderen Seite. Immer.
habe jetzt mal eins genommen, auch wenn es Verschwendung war, aber. Ich finde das Geräusch, wenn du hier sowas mitnimmst, immer total beruhigend irgendwie. Das ist. Ich mag das voll. Es sind diese Kleinigkeiten. Es sind diese Kleinigkeiten. Dann kann ich noch 5. Na, ich glaube, so viel finde ich nicht mehr. Außer die sind drüben schon wieder klein nachgewachsen. Du kannst ja schon die kleinen mitnehmen. Wir gucken hier einfach nicht, dass hier Foundations sind. Wir haben das nicht gesehen. Nur, das sind noch keine kleinen wieder nachgewachsen. Doch eine. Na voll. Muss sie mal voll. So. Dann machen wir kurz den Schrank voll. Dann fahren wir erstmal die da ab. Hallo? So, und was war's noch? Für den da? Das war dann Kürbis, das waren diese Methan und der normale Dünger. Kann ich das kurz mal hier dazwischen lagern? Für den normalen waren die Algen, Schwefel, Aubergine. Aubergine ist halt ein Problem, weil da haben wir aktuell nichts mehr. Und die sind auch nicht nachgewachsen. Das heißt, ich brauche den. Hier ist nichts mehr drin, ne? Nee, ich brauche von hier unten ein paar. Und die hier unten, ich nehme jetzt mal. Mach mal alle. Lass mal, warte mal, 4, 5, 6. Lass mal ein 3 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal kurz, wie viel brauchen wir? Brauchen wir von irgendwas 2 und eine Methankartusche? Da, warte, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jung. Sehr schön. So, pass auf. Wir haben gesagt, wir machen das dann, ne? Wofür brauchte ich die noch? Habe ich gesagt, hierfür, ne? Ne, wir machen erstmal das. Und wir brauchen 4 Stück, weil wir auch 4 von diesen Gemüsearten haben. Ich weiß nur nicht, ob ich so viel Bienenlarven habe. Wir brauchen Genau, ich jetzt erstmal kurz wieder 4 brauche ich, ne? Ja. Ich überlege gerade. Wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir wegen den Auberginen. Ich mach jetzt halt das da, weil das da braucht wieder Dünger, deswegen ja. Aluminium und Eisen. Hammer eigentlich, ne? Nee, falsches Dings. Wenn wir noch ein paar von denen hinmachen und noch ein paar Auberginen reinlegen. Eins ist zu viel. Habe ich noch eine Sauerstoffflasche drin? 2. Die kannst du vorübergehend rausmachen. Die vergesse ich dann wieder reinzupacken, wenn ich irgendwo hingehe.
Einfach nur, weil es muss. Und ich nichts sehe. Ja, 1, 2, 3, 4. Ist ja cool, wenn man spezielle Bäume einfach nur versetzen könnte. Das geht komplett hier durch die Dinger durch. Ich meine, hier haben wir noch eine komplette Fläche, ne? Wenn ich viel Materialien hätte, dann könnte ich hier nochmal eine Farm machen. Könnte man eigentlich machen. Oder brauche ich viel Material? Ich meine, Aluminium ist nicht das Problem. Eher Eisen oder so. Aber dann können wir das noch machen. Dann würde ich sagen, dann, ich glaube, das ist zum Zuschauen eher ein bisschen nicht so spannend, vor allem, weil ich da auch meistens ruhig bin. Dann würde ich sagen, mache ich das einfach bis zur nächsten Folge hier fertig. Dann mache ich hier noch einen kleinen Raum mit so Zeugs. Und dann sehen wir uns wieder. Hier unten. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, weil es auch schon wieder fast 40 Minuten sind. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge, wenn ich mich nicht dauernd in meinem eigenen Ding hier verlaufen würde. Morgen zur nächsten Folge. Mal gucken, was wir dann machen. Auf jeden Fall müssen wir diese Bauernhöfe noch machen. Die will ich auf jeden Fall draußen hinstellen. Und dann haben wir noch ein paar so Feinheiten zu machen. Und wir wollten noch Lichter reinmachen hier. Also haben wir noch gut zu tun. Ich wünsche euch was. Macht es gut und bis morgen. Ciao.